Hallo und herzlich willkommen, liebe Skorpione, zu eurem Monatsreading für den November 2024. Ja, ich musste wirklich kurz überlegen, schon November, euer Geburtstagsmonat. Ich wünsche euch alles Gute zum Geburtstag, möge alles das, was ihr euch wünscht, auch in Erfüllung gehen. Ja, euer Herrscherplanet ist ja der Pluto. Und der Pluto befindet sich ja jetzt in den letzten Zügen in den Steinbock. Am 14. November, meine ich, geht er dann endgültig rüber in den Wassermann. Ja, wie erlebt ihr diese Phase in eurem Herrscherplaneten, der jetzt diesen Sprung macht in eine neue Zeit? Was habt ihr für Themen? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Und ich werde jetzt eure Energien legen. Wie immer jetzt, seit kurzem, werde ich die Karten mit euch gemeinsam aussprechen. Und ich beginne mit dem Tarot. Für die Skorpione. Was sind eure Energien? Um was geht es bei euch im November? Skorpion. Drei, zwei hätte ich noch gerne. Okay, die drehen wir schnell um. Und die fünfte. Und gleich geht's hier mit den Lenormand-Karten weiter. Ich nehme heute mal dieses Deck. Ich entscheide mich ja immer spontan, welches Lenormand-Deck ich hier nehme. Das eine hat sich verdreht. Da hätte ich auch gern fünf Karten für die Skorpione im November. In diesem wichtigen Monat, in diesem Jahr, der große Wechsel von eurem Herrscherplaneten, vom Pluto im Steinbock in den Wassermann. Die fliegen bei euch. Die Karten sprechen. Und zwar ziemlich schnell hier. Okay, und vier Tarotkarten aus diesem kleinen Deck nehme ich ja immer noch dazu als Klärung sozusagen. Und oftmals sind die mit den Tarotkarten aus dem großen Deck hier in Resonanz. Das sind zu viele. Ich möchte hier wirklich... Hier fliegen zu viele raus. Das ist nicht gut. Ich will hier nur vier Karten haben. So, okay. Hier wollen viele raus. Zwei haben wir jetzt und eine hätte ich noch gerne. Okay. So. Und eine Orakelkarte. Als Hauptenergiekarte, also als Energie, die euch jetzt im Monat begleiten wird, so eine Grundstimmung, möchte ich auch noch eine aus dem Deck hier für euch. Und die decke ich jetzt gleich um und da geht es um Gemeinschaft. Und jetzt rutscht die mir runter, deswegen muss ich das mal hier noch etwas anders machen. Gemeinschaft ist das Thema. Vielleicht seid ihr in einem neuen Kreis, ihr habt eine neue Verbundenheit zu Menschen, zu mehreren Menschen, seid endlich angekommen. Aber we will see. Ich lege die ja immer aufrecht rum, auch wenn die hier sind. Der Eremit als erste Karte. Zwei der Kelche. Als erste Karte hier der Eremit. Also, ihr wart im Rückzug oder seid noch im Rückzug. Der Eremit schaut sich genau im Detail an, was für ihn gut ist, was seine Werte sind. Das ist Jungfrau-Energie. Bei Jungfrau geht es auch immer um gesundheitliche Themen. Also sprich, was tut mir gut? Hier, der hält hier seine Laterne hoch, seine Werte, geht in den Rückzug und schaut hier, wie es ihm geht, ob das den Werten entspricht, die Personen oder die Person, um die es hier geht. Zwei der Kelche, gleich die Seelenpartnerkarte. Es kann hier sehr gut um eine Versöhnung gehen, um Menschen,
die hier, mit denen ihr seelenverwandt seid, also auf Augenhöhe hier agiert, emotional, das ist ganz wichtig, wir haben Kelche, da geht es um die emotionale Verbundenheit. Wir sehen hier weiter, wow. Als Haupt- oder als Kernkarte hier in der Mitte die Hohepriesterin, Krebsenergie, also noch mehr Emotion, noch mehr Wasser, ja, ein Wasserelement ist Krebs, ja, Mond zugehörig. Ihr lasst euch hier von eurer Intention leiten, aber das Entscheidende ist, ihr habt eine Anbindung an eure Seele sozusagen, an euer höheres Selbst, was euch wirklich entspricht. Also ihr trefft hier auf Menschen oder auf einen Menschen, die mit euch voll im Einklang sind, ja, emotional, wo ihr euch absolut geborgen fühlt und wo ihr wirklich sagen könnt, diese Menschen tun mir gut, da fühle ich mich gut. Noch mehr Kelche hier, König der Kelche und noch mehr Kelche, ach der Kelche. Der König der Kelche, der gibt, ja, das ist jemand, dem man eine Schulter zum Anlehnen, der viel, viel Verständnis hat. Ihr habt hier Menschen gefunden, die für euch viel Verständnis haben, aber auch umgekehrt, für die ihr Verständnis habt. Ihr fühlt euch hier emotional wirklich super aufgehoben und mit den acht der Kelchen, ihr verlasst hier eine Situation. Wir haben hier acht Kelche, wo es gut war, wo ihr euch auch wohlgefühlt habt, aber wo nicht alles stimmig war. Und dieser Mensch hier in seinem roten Gewand geht hier seinen eigenen Weg. Du gehst im November deinen eigenen Weg, lässt hier was zurück mit einem tränenden Auge, mit einem, aber du gehst dahin, wo du hingehörst. Sagen wir es mal so, wo du zu Hause bist, dein emotionales Zuhause. Die Hohepriesterin ist die Krebskarte, das ist das vierte Haus astrologisch und da geht es immer um emotionale Wurzeln und um die Familie, um meine Wahlfamilie auch, wo ich mich geborgen fühle. Im November findet ihr eine Gemeinschaft, entweder bei mehreren Menschen oder bei einem, wo ihr euch wirklich emotional fallen lassen könnt, euch gut aufgehoben fühlt und deswegen verlasst ihr hier eine Situation, ein Umfeld, wo es nicht mehr passte. Das ist hier auch eine Verbundenheit da, aber ihr geht jetzt euren eigenen Weg. So, was sagen die Lennemore-Karten dazu? Die Sonne. Das Haus. Interessant, der Park. Ups. Das Klee. Die Sense. Ja, auch hier seht ihr, die Sonne hat auch was von Beleuchtung, ne? Hier seht ihr das Licht, was der Eremit hier hochhält. Und die Sonne ist natürlich auch die Erfolgskarte, aber auch man schaut sich eine Sache wirklich an. Habt ihr vielleicht in der Vergangenheit den Fehler gemacht, dass ihr ein bisschen lapidar über Dinge rübergegangen sind, vielleicht auch immer hat Fünfe gerade sein lassen, ja, immer ein Auge zugedrückt hat bei Menschen. Diesmal nicht, diesmal schaut ihr euch das genau an. Und dieses Urteil, euer Urteil hält hier stand. Also super. Hier haben wir das Haus, ist dieser Mensch, gibt euch absolute Sicherheit, Stabilität. Ihr fühlt euch hier geborgen und sicher. Es kann hier mehrere Menschen sein, aber auch nur ein Mensch, der euch dieses Gefühl der absoluten Sicherheit gibt, der euren Werten hier entspricht. Der Park unter der Hohepriesterin, ja, ihr öffnet euch, ihr seid bereit, euch zu öffnen. Beide, weil wir haben hier zwei der Kelche. Das ist eine Beziehung auf Augenhöhe. Ja, ihr öffnet euch hier im Zweiklang, würde ich hier sogar sagen, ja. Hier haben wir zwei, das Klee unter dem König der Kelche, ja. Das spricht für glückliche Stunden hier auch. Das Klee ist ja immer etwas kurzfristig, aber ich glaube, das hier hat hier eher was zu tun, dass ihr hier sehr glücklich drüber seid, über diesen
dieses Annehmen von dieser Person, ja, dass ihr euch hier so angenommen fühlt. Es steht auch hier für glückliche Stunden, die ihr mit diesem Menschen habt. Leichte Stunden auch, ja, wo man nicht alles zerdenkt. Das muss ja nicht immer so schwer und tief sein. Es kann ja auch, man kann ja auch schwingen in einer Leichtigkeit. Also ich spüre hier so eine Selbstverständlichkeit, Leichtigkeit. Das habt ihr vielleicht noch nie so erlebt. Hier haben wir die Sense und das wird alles ganz schnell passieren. Das Klee steht auch für kurzfristig schnell und die Sense natürlich auch. Zeigt hier aus dem Blatt raus, also keine Angst, da geht es ja auch oft um Verletzungen. Es kann hier um alte Verletzungen gehen, ja, die ihr jetzt loslasst, aber leicht. Ohne großes Zerdenken oder es passiert hier einfach. Das ist sehr schön. Es passiert hier einfach und ihr fühlt euch hier emotional super wohl. Und auch wenn ihr hier diese Situation, dieses Umfeld mit einem weinenden Auge hier verlasst, geht ihr in die richtige Richtung, wo ihr euch sehr wohl fühlt. Und das passiert hier sehr plötzlich, wahrscheinlich auch sehr, sehr unerwartet. Aber sehr unverhofft, ja, unverhofft kommt oft, wie nennt sich dieser Spruch. Ja, sehr schön, wir schauen mal weiter hier. Hier haben wir 7 der Schwerter. Wow. Ritter der Schwerter. Die Mäßigkeit. Und der Narr. Ja, was soll ich sagen hier? Das sind Energien, alte Energien, die nicht gut sind, ja, die ihr hinter euch lasst. Wir haben hier die Mäßigkeit. Das ist Schütze, Jupiter. Jupiter macht groß, ja. Jupiter macht eine Situation so groß und löst sie dann praktisch auf. So kann man das hier sagen, ja. Ihr könnt hier was in den Ausgleich bringen. Das ist, wenn Jupiter bei ist, hat es immer einen glücklichen Ausgang. Der überspitzt eine Situation so, dass es sich auflöst, ja. Und das sind die alte Energie mit den Ritter der Schwertern, eure kreisenden Gedanken, euer Ungezügeltsein, eure Ungeduld vielleicht auch, ja. Und dieses Weglaufen hier mit 7 der Schwertern kann eine alte Verletzung sein, dass jemand euch geghostet hat, sagt man ja heutzutage, verschwunden ist ohne Erklärung. Das sitzt euch in den Knochen noch, aber ihr löst es auf, weil ich habe hier die Mäßigkeit. Das sind so Energien, die in der Vergangenheit waren, die euch sehr zu schaffen gemacht haben, wo ihr sehr, sehr im Kopf wart. Ne? Die Schwerter sind doch immer Kopfkarten, Gedanken. Und das löst sich hier im Wohlgefallen tatsächlich auf. Jetzt seid ihr aus dem Kopf in das Gefühl, in euer eigenes Gefühl, in eure richtige Intention. Da werdet ihr hingeleitet. Also sehr schön. Das hakt ihr hier ab. Und wir haben hier den Narr. Ja, ihr startet neu. Was Jupiter hier auflöst, das ist auch wirklich aufgelöst. Es ist weg. Dieses Schwere, diese hämmernden Gedanken wie der Ritter der Schwerter auch, diese vielleicht auch brachiale Kommunikation mit Menschen, das ist weg. Diese Aggressivität und nicht richtig reden können, das löst sich hier auf. Und der Narr, der fängt bei Null an. Ja, und ihr fühlt euch hier sehr erleichtert, nehme ich an, weil du siehst hier, der hat alles an Gepäck weggeschmissen und vertraut jetzt. Diese Karte hat viel mit Vertrauen zu tun, mit einer Unbekümmertheit auch, ja, mit einem Freimachen von alten Lasten. Damit hat der Narr hier was zu tun. Also ihr startet neu. Neuanfang für euch jetzt im November. Die letzten Tage, wo Pluto im Steinbock war, waren vielleicht auch noch sehr, hat das hier nochmal auf zugespitzt. Ne? Das kann hier tatsächlich ja auch sein, dass das so brachial war. Jupiter ist ja noch im Krebs, soweit ich das weiß.
Nein, Jupiter ist noch in den Zwillingen. Der Mars ist noch im Krebs. Der Mars ist im Krebs, genau. Dieses, wenn der Mars im Krebs ist, sind wir alle sehr sensibel, so nach innen gerichtet, ja. Und der Jupiter in den Zwillingen, es kommt natürlich darauf an, in welchem Lebensbereich das bei euch stattfindet, auf welches Haus, ja. Jupiter, Zwilling, das ist Feuer auf Luft. Der Zwilling hat auch diese Leichtigkeit, ja, es wird viel kommuniziert, es ist viel in Bewegung, ja, es wird viel gesprochen. Diese Leichtigkeit sehe ich hier, ja, die hier Dinge auflöst. Ne? Man muss echt schauen, in welchem Lebensbereich das bei euch stattfindet, aber generell Jupiter in den Zwillingen geht es viel um Kommunikation, die ja, sich überspitzt vielleicht und auflöst, schlechte Kommunikation. Der Ritter der Schwerter ist ja auch eine Kommunikationskarte, dieses Aggressive verschwindet aus eurem Leben und ihr kommt hier in die Leichtigkeit. Sehr schön, liebe Skorpione, also eine neue Gemeinschaft oder ein Mensch, mehrere Menschen seid ihr emotional angekommen im November. Wir schauen im fortlaufenden Reading, wie sich das hier entwickelt. Wenn wir ja auch einen Menschen haben, schauen wir mal, was für ein Sternzeichen hat, wann das hier alles passiert, wann das weitergeht, ja, ob wir noch eine Zeit herausbekommen. Und dann freue ich mich, wenn du auf das Fortsetzungsreading klickst. Und ich freue mich auch über Abos, Likes und Kommentare. Und wenn du magst, dann schau mal auf meinen neuen Angebote. Ich verlinke das hier. Ganz interessante Sachen habe ich dabei, astrologisch, Kartenlegung, wie auch immer, schau da einfach mal rauf. Ich habe das jetzt alles etwas neu gestaltet, vielleicht auch etwas einfacher, wenn ihr was buchen möchtet. Würde ich mich auch freuen, wenn wir persönlich zusammenkommen. Mach's gut, bis dahin, dein Löwenherz.